trotz Lockdowns, darum bleiben einige Douglas-Filialen offen. Die Parfümeriekette Douglas hält einige Filialen trotz des Lockdowns offen. Möglich macht dies die Umfunktionierung als Drogerie. Düsseldorf, die Parfümeriekette Douglas will knapp ein Viertel ihrer Filialen trotz des Lockdowns offen halten als Drogerien. In diesen Filialen bieten wir den Großteil des klassischen Drogeriesortiments an. Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants, Make-up, Parfüms und Hygieneprodukte, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Das Angebot sei vergleichbar mit dem großer Drogerieketten, die ebenfalls geöffnet bleiben dürften. Die Gewerkschaft Verdi in Hessen hatte zuvor von einem anrüchigen Unterlaufen des Lockdowns gesprochen. Die Parfümerie deklariere sich über Nacht zur Drogerie um. Wer den dringenden Lockdown und das erlaubte Weiterführen bestimmter Geschäfte auf solche Weise fehlinterpretiert, macht sich nicht nur unglaubwürdig, erklärte der Fachbereichsleiter Handel bei Verdi Hessen, Bernhard Schiederich. Douglas widersprach dieser Darstellung. Das Unternehmen halte sich an alle geltenden Verordnungen. Die Corona-Verordnungen sehen vor, dass Drogerien weiter geöffnet bleiben könnten. Der Begriff Drogerie sei rechtlich nicht spezifiziert. Im allgemeinen Sprachgebrauch würden darunter Einzelhandelsbetriebe verstanden, die unter anderem Körperpflege, Schönheits-, Kosmetik- und Hygieneprodukte verkauften. Daher werde auch ein Teil der Douglas-Filialen mit einem Angebot von Drogerieprodukten für den Einkauf geöffnet bleiben.